Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir hier erstmal einen kleinen Cut gemacht, bevor wir in eine neue Gegend reisen. Und es geht darum, dass der Eiskapp-Zirkel sein Unwesen treibt. Lasst uns noch einmal durchgehen, was wir bereits über die Pläne des Zirkels in Erfahrung gebracht haben, bevor wir aufbrechen. Gute Idee, aber noch erzählen die Teile keine zusammenhängende Geschichte. Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass der Zirkel Leute mit Versprechungen von Gold anlockte, damit er Experimente mit ihnen anstellen konnte. Ritualgegenstände, Vampire und sonderbare Blutunholde. Was hat das alles zu bedeuten? Habt ihr so etwas wie diesen merkwürdigen Dorn schon mal gesehen? Ich habe schon ähnliche Dorne gesehen, aber keine, die so gewesen wären wie dieser Hexendorn. Allein schon sein bloßer Anblick hat mich verstört. Es scheint sich dabei um eine entscheidende Komponente ihres Rituals zu handeln, auch wenn die Zaubermeister des Skaldenkönigs das erst noch bestätigen müssen. Arbeitet der Zirkel üblicherweise mit Vampiren zusammen? Der Eiskapp-Zirkel besteht aus Hexen und Kriegern aus dem Raig, die ihrer Sache treu ergeben sind. Eine Verbindung zu Vampiren hatte ich vorher noch nie gesehen. Vielleicht sind die Blutsauger angeworbene Hilfe. Kommt, hoffentlich erfahren wir mehr, wenn wir zum grinsenden Hawker kommen. Was haltet ihr von den seltsamen Blutunholden? Ihr saht, was ich sah. Diese wilden Kreaturen waren in der Nähe einiger der Ritualstätten. Und jede der Stätten schien der Ort einer leichten Abwandlung des Rituals zu sein. Als ob sie versuchen würden, es zu vervollkommnen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal von Rift weg und nach Ostmarsch. So, Lyris. Ab hier müssen wir zu Fuß weiter. Folgt dem Pfad den Berg hinauf. Okay, du kannst zu Fuß gehen, ich reite. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht. Nee, der ist links von mir. Okay, ich wollte gerade sagen, dass ich jetzt nicht direkt da bei dem Boss reinpresche. Das wäre nämlich nicht so toll. Sieht leer aus. Reden wir. Okay, wo bist du denn? Basti, geh mal weg. Nichts, was darauf wartet, uns am Vorankommen zu hindern? Keine Wachen? Keine Hexen? Nichts? Nur ein einsames Gasthaus am Hang eines verlassenen Hügels. Falls das Flugblatt von Eisenwanst uns in die Irre geführt haben sollte, gehen wir zurück und bringen ihn gleich nochmal um. Hattet ihr erwartet, dass dieser Ort verlassen ist? Ich hatte Antworten erwartet. Eisenwanst hatte einen Grund, Leute hierher zu schicken. Sie müssen irgendwo sein. Wenn wir die Spur des Zirkels nicht aufnehmen, bin ich mir nicht sicher, ob wir ihn noch rechtzeitig wiederfinden, um das aufzuhalten, was immer die Hexen auch geplant haben. Sehen wir uns erst einmal um. Was suchen wir? Alles, was darauf hindeutet, was die Hexen vorhaben. Wir müssen das volle Ausmaß der Bedrohung bestimmen. Lasst uns das Gasthaus erkunden und nach Hinweisen darauf suchen, was mit den Leuten geschehen ist, die sie hierher gelockt haben. Mit etwas Glück führt uns das vielleicht zum Zirkel. Ja, dann nicht das Getränk. Ich habe noch keinen Nord gesehen, der vom Tisch aufsteht, solange noch was auf dem Teller ist. Es geht ja auch nicht darum, dass hier Nord sind, Lyris. Hier ist Blut. Aber ich muss noch was anderes untersuchen, wetten? Das ist oben, denke ich mal. Das sollte nicht so nah drin stehen, sonst laufe ich überall gegen. Ja, genau hier oben. Bettzeug. Für die, die wegen der gewinnbringenden Gelegenheit kamen. Ich frage mich, wo sie jetzt sind. Nehmen wir mal die Sachen mit, die wir so finden hier, ne? Da war noch ein Pfeil. Ach so, jetzt dürfen wir dahin. Okay. Frisches Blut. Es führt zu dieser Luke. Toll. Die Fährte weist in den Keller. Stimmt was nicht. Es muss nichts Wichtiges. Was? Wie nichts Wichtiges? Ach so, sollte ich da suchen? Ich wusste, es muss einen Geheimgang geben. Mal sehen, wo der hinführt. Wie weit reicht dieser Tunnel in die Tiefe?
Ich würde sagen, sehr weit, weil ich weiß ja auch, wo wir hinkommen. Bleibt weg! Ich gehe nicht zurück! Niemals! Ganz ruhig. Ihr gehört nicht zu den Rake-Hexen. Ihr müsst mir helfen. Beruhigt euch und erzählt mir, wer ihr seid und was euch geschehen ist. Wir waren im Horker und warteten darauf, dass die uns erzählen, wie wir einen Haufen Gold machen, als sie uns befahlen, in den Keller zu gehen. Einer von uns hat sich geweigert. Sie haben ihn aufgeschlitzt. Da war so viel Blut. Wie seid ihr entkommen? Als wir die Rake-Hexen sahen, versuchten ein paar von uns, sich zu wehren. Ich stahl mich davon, ehe es jemandem auffiel. Die treiben irgendetwas Schreckliches da unten. Irgendetwas Monströses. Ihr müsst bitte den anderen helfen. Und ihr müsst die Totems zerstören. Sie sind böse. Bleibt ruhig. Wartet hier einen Augenblick, während ich mit Lyris rede. Wo ist sie denn hin? Oh, Hallöchen. Die findet man ja eher seltener. Seht euch das an, meine Freundin. Ich hielt das alles nur für eine alte Legende, aber es ist wahr. Es ist wahr. Wovon spricht ihr, Lyris? Schwarzweite, die Welt unter Himmelsrand. Jedes Nordkind bekommt diese Geschichten zu hören, wie sich unter den neuen Jarltümern eine andere Welt erstreckt. Jede Geschichte ist ein bisschen anders. Manche erzählen von Dwemerstädten, andere von schrecklichen Monstern oder sagenhaften Schätzen. Ihr meint, das hier ist Schwarzweite? Was könnte es sonst sein? Was immer es ist das perfekte Versteck für den Eiskapzirkel. Wir müssen dort runter und die Hexen finden. Wir müssen das Übel, das der Zirkel plant, aufhalten. Holt erwähnte andere Gefangene und meinte, er habe Hexendorne gesehen. Der arme Mann ist vor lauter Angst ganz neben sich. Ich begleite ihn zurück durch den Tunnel zum grinsenden Horker. Geht in der Zwischenzeit da runter und seht nach, was ihr herausfinden könnt. Falls ihr irgendwelche Hexendorne seht, dann vernichtet sie. Ich hole euch bald wieder ein. In Ordnung. Ich schaue mich in Schwarzweite um und werde sehen, was ich herausfinden kann. Ja, und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, und ihr seht hier wirklich nur einen Teil, dass das wirklich wunderschön aussieht hier unten. Es gibt hier wirklich Gegenden, wo es so richtig toll, richtig schön bunt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, optisch, achso, ich kann hier unten nicht reiten, optisch liebe ich diese Gegend wirklich. Der einzige Nachteil ist nur, ja, aufgrund der... Kann ich hier unten auch nicht reiten? Echt? Aufgrund der Gegner, die hier sind, fand ich die Bereiche dann nie so ansprechend. Aber optisch fand ich es wirklich sehr, sehr toll. Hier müssen wir rum. Jetzt stirbt. Doch, komm. Wenn Basti das schon nicht hinkriegt, sich drum zu kümmern. Hallo. So, da gibt es aber noch mehr. Ach so, da hinten am anderen Ende noch. Komme ich denn da jetzt am besten rüber? Außenrum. Oh, Dwemer-Ruin. Hallöchen. Vor allem Hallöchen, weil ich in die falsche Richtung laufe. Ich hätte... Nein. Ich hätte doch da hinten rumgemusst. Na toll. Da freut man sich doch drüber. Jo. Oh, oh. Wollte ich eigentlich nicht rum. Aber auf der anderen Seite ist es richtig gewesen. Warum hakt das jetzt hier auf den Treppen? So, dann würde ich gerne noch ein bisschen mehr von meiner Karte sehen.
hier oben. Hallöchen. Oh, nee, ihr seid Blutunholde. So, Mutter, wir modifizieren und verbessern weiterhin das Ritual, wie unsere Gönner gebeten hat. Wie unser Gönner gebeten hat. Schon bald werden wir bereit sein, es mit einer größeren Version in einer belebteren Stadt zu versuchen. Diese Gramstürme werden ihren Zweck wie vorgesehen erfüllen. Doch wir haben einen interessanten Nebeneffekt beobachtet. Während der Sturm innerhalb seines Einflussbereichs das anzapft, was wir von den Lebenden brauchen, tötet er oftmals jene, die mit ihm in Berührung kommen oder transformiert sie. Viele, die vom Sturm befallen sind, werden auf eine neue Art Blutunhold reduziert. Etwas, das wir als Gramunholde bezeichnen. Ich schicke in ein separaten Paket alle Einzelheiten zur aktuellen Version des Rituals. Schwester Balra. Da haben wir sie schon wieder. So, wir müssen jetzt darum. Darum. Ich würde sagen, da müsste doch eine Brücke sein. Oh, Leute. Ich hasse es, bis dann zu werden. So. Da in dieses Dörfchen, in Anführungszeichen, müssen wir rein. Liebt und darf. Hilfe! Ihr müsst uns befreien! Natürlich! Wenn ich denn kann. Sag mal. Willst du mich veräppeln hier? Ich war hier gerade am Befreien. Jetzt ist Basti auch noch gefangen. Wir schleichen uns raus, sobald die Luft rein ist. Schleicht euch raus. Wartet, meine Freundin. Ihr müsst wissen, was ich sah. Den Acht sei Dank, dass ihr gekommen seid. Wir waren als Nächste für das Ritual der Hexen vorgesehen. Bitte, ich muss euch sagen, was ich gesehen habe. Was habt ihr gesehen? Ich sah, wie die Hexen einige Gefangene in einen Kreis stellten, der von bösartig aussehenden Dornen umgeben war. Sie sangen und beschworen einen sonderbaren schwarzen Sturm herauf. Er tötete einige der Leute, aber die meisten wurden in diese Gramunholde verwandelt. So nannte Schwester Balra sie. Schwester Balra? Wisst ihr, wo sie ist? Westlich von hier gibt es eine Dwemer-Ruine. Schwester Balra hat die Kontrolle über sie. Sollte sie noch hier sein, findet ihr sie dort. Bei Schors Knochen. Ich hätte wissen sollen, dass das alles zu gut war, um wahr zu sein. Seid ihr wegen des Flutblatts hier gelandet? Ich brauchte Arbeit. Eine gewinnbringende Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Es kam mir seltsam vor, dass sie uns hier den Keller brachten. Wir versuchten uns zu wehren, aber sie waren uns überlegen. Herold ist entkommen, denke ich. Ich hoffe nur, dass er in Sicherheit ist. Herold ist in Sicherheit. Trefft euch mit euren Gefährten. Ich kümmere mich um Schwester Balra. Du sollst dich mit deinen Gefährten treffen. wo müssen wir hin? Hier weiter runter? Oder geht's da runter? Theoretischerweise auch. Aber wir können auch hier rum. Und müssen dann hier rum. Ihr geht mir auch sowieso sonst gleich wieder auf die Nerven, dass ich nicht durch die Tür durch kann. Kommt der die Treppe nicht hoch? Willst du mich jetzt hier? Muss ich jetzt nach oben oder muss ich jetzt? Nee, ich muss nach unten, hä? Ach, Lyris. Ich kam so schnell wieder hier runter, wie ich konnte. Abgesehen von ein paar kleinen Geplänkeln habe ich nichts gefunden. Und ihr? Bitte sagt, dass ihr etwas gefunden habt. Ich habe einen Hexendorn zerschlagen und ein paar Gefangene befreit. Zwei Dinge, die ich von ganzem Herzen gutheiße. Ich habe mir selbst einen Weg durch eine größere Zahl an Hexen und Vampiren gebahnt. Bei Shores Knochen, es gibt eine Menge von diesen Bastarden. Habt ihr sonst noch etwas zu berichten? Ich habe Notizen gefunden, die irgendeine Art von Ritual beschreiben. Das ist es. Das muss das sein, was dem Skaldenkönig Sorgen bereitet. Ein Ritual, das Gramstürme erzeugt? Magie, die Leute in eine neue Art von Blutunhold verwandelt. In Gramunholde.
Ich wünschte, ich wüsste, wem ich den Kopf abhacken muss, damit das aufhört. Schwester Balra vom Rattenweg hat hier das Sagen. Sie könnte sich in den nahen Dwemer-Ruinen verbergen. Schwester Balra? Dieselbe Hexe, die den Händler in Riften getötet hat? Die würde ich wirklich gerne in die Finger bekommen. Gehen wir. Ich folge euch auf dem Fuße. Nur wohin? Entschuldigt auch, wenn ich mich hin und wieder ein bisschen verhaspel, aber es ist noch sehr, sehr früh am Morgen und ich hatte meinen Kaffee noch nicht so wirklich und habe auch nicht so wirklich viel geschlafen heute Nacht, weil ich den Geist... Posten aus Windhelm, hier unten? Hey, geht's euch gut? Weil ich den Guide gestern noch zu Ende stellen musste von Palworld. Palworld. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Ah, diese verlogene, betrügerische Hexe. Sie hat auf mich eingestochen. Ich dachte gerade, das ist der von eben. Wer hat euch niedergestochen? Die Reikhexe, Schwester Balra. Wir hatten eine Abmachung, aber sie hat mir den Bauch aufgeschlitzt. Hör zu, vergesst mich. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich habe ihr erzählt, wie man sich in den Königspalast schleichen kann. Ich glaube, der Skaldenkönig ist in Gefahr. Was für eine Gefahr? Balra meinte, sie hätte etwas für Großkönig Jorun geplant. Sie sagte, ich wäre ein loses Ende. Bitte, ich glaube, sie hat vor, den Skaldenkönig zu töten. Ihr müsst ihn retten. Ich wollte doch nie Himmelsrand in Gefahr bringen. Teufel, verkauf den Skaldenkönig für eine Handvoll Gold. Ein erfolgreiches Attentat auf den Skaldenkönig wäre ein schrecklicher Schlag für Himmelsrand und den Pakt. Aber ich bin davon ausgegangen, dass der Eiskapzirkel einen noch größeren Plan schmiedet. Nichtsdestominder müssen wir Jorun retten. Glaubt ihr, der Wachposten hat die Wahrheit erzählt? Eine Beichte vor dem Tod? Das sagt mir, dass der Wachposten davon ausging, den Skaldenkönig in Gefahr gebracht zu haben. Ich darf kein Risiko eingehen, was Joruns Sicherheit anbelangt. Zurück zum Wagen. Wir brechen umgehend nach Windhelm auf. Ich bin bereit. Wir müssen... Der Königspalast! Beeilung! Wir müssen Jorun warnen! Ja, dann lass mich doch dahin! Immer wenn ich irgendwas sagen oder tun will, dann fängt ihr an zu reden und unterbricht mich dabei und sagt dann, ich soll schneller machen mit dem, was ich gerade mache. Mann! Wirkt nicht, als herrschte Aufruhr. Vielleicht haben wir es rechtzeitig hierher geschafft. Was? Was? Hey, trinkt was! Nein, danke. Ich muss gerade mal eben König retten. Der Skaldenkönig, wo ist er? Solches Wissen darf ich nicht preisgeben. Selbst die große Lyris Titankind sollte das wissen. Es geht um die Sicherheit des Königs. Die Sicherheit des Königs? Passt mal auf, kleine Närrin. Redet ihr mit ihr. Okay. Für wen hält Titankind sich, dass sie verlangt, den Skaldenkönig zu sehen? Lyris und ich haben einen Komplott gegen Jorun, den Skaldenkönig, aufgedeckt. Wir müssen ihn warnen. Was immer ihr und die Halbriesin gefunden zu haben glaubt, ist unerheblich. Der Skaldenkönig ist sicher im Königspalast, dem sichersten Gebäude in ganz Himmelsrand. Mal zwischendurch, kann das sein, dass das eine Synchronstimme von Monster High ist? Einer eurer Wachposten hat sich bestechen lassen und dem Eiskapzirkel verraten, wie man sich Zutritt zum Palast verschafft. Nun, es stimmt, dass Wächter Darfall heute nicht zu seiner Schicht erschienen ist. Und Großkönig Jorun macht einen Rundgang durch den Palast. Doch das ist eigentlich ein Geheimnis. Der Eiskarp-Zirkel, sagt ihr? Ja, und er könnte womöglich bereits gegen den Skaldenkönig vorgehen. Wir müssen in den Palast. Das ist höchst ungewöhnlich. Aber wenn das stimmt, König Jorun wollte einen Rundgang durch die unteren Ebenen machen, um den Fortschritt der Bauarbeiten zu überprüfen. Er könnte überall sein. Geht hinein und findet ihn sofort. Ich trommle die Wachen zusammen und sichere den Palast. Nun sputet euch! In den Palast! Auf geht's! Naja. So, links rum. Verdammt! Sie sind schon drin! Wir müssen den Skaldenkönig finden! Ah! Ah!
von Hafingar? Wozu sollten der Zirkel und seine Verbündeten die brauchen? Das weiß ich nicht, aber ich würde sie gerne mal lesen oder aufnehmen. Diese Karte zeigt die Verteilung von Truppen in ganz Himmelsrand. Seht, sie haben die westlichen Jahrtüber abgerissen. Lyris, ich verstehe dich ganz schlecht, wenn du da hinter der Mauer stehst. Ich gehe schon mal vor. Da. Keine Zeit zum Spielen. Ich muss den König finden. Okay, hier müssen wir leider Zeit zum Spielen haben. Zeit. Es tut mir leid, aber das ist gerade so ein schöner Augenblick. Beziehungsweise so eine schöne Gegend, wo man hier mal reingucken kann. Hier war doch gerade einer. Wo bist du denn jetzt schon wieder hergekommen? Ist der Wand oder was? Kann ich jetzt endlich mal mit dem sprechen? Dankeschön. Hallo? Ich glaube, sprechen kann ich nicht mehr. Jorun war nicht hier oben. Suchen wir also dort unten. Ja. Wir sollten ja von Anfang an unten suchen, ne? Okay, die blockieren die Tür. Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Ich weiß nicht, wo du lebst, aber auf jeden Fall nicht auf diesem Planeten. Lass den Skaldenkönig in Ruhe, Hexe! Jorun gehört uns. Eine schöne Ergänzung der Streitkräfte unseres Bandes. Genug davon! Jetzt werdet ihr sterben! Ich dachte, das ist eine Hexe und kein Werwolf. Ja, weißt du was? Sie wollten mich in ein Monster verwandeln. Ich habe genug von diesem Kerker. Reden wir im Thronsaal. Okay. Da. Das war mein Bericht, Skaldenkönig. Unsere Freundin kann euch mehr erzählen. Oh. Denkt man, er antwortet mal und will einen Schluck trinken? Und dann sowas. Ich wurde in meinem eigenen Kerker gefangen gehalten. Wenn das herauskäme, würde man mich lachend von meinem neuen Thron stoßen. Und das zu Recht. Nun zum Geschäftlichen. Ich habe Lyris Bericht gehört. Nun verratet mir, was ihr aufgedeckt habt. Der Eiskap-Zirkel hat ein Ritual entwickelt, das Leute in eine Art Blutunhold verwandelt. Ja, das hatte Lyris erwähnt. Gram-Unholde nannten sie sie. Ein unheilschwangerer Name. Und das Schwester Balra behauptete, sie würde mich in ein Monster verwandeln. Was habt ihr sonst noch über den Eiskap-Zirkel erfahren? Der Zirkel scheint mit Vampiren verbündet zu sein. Vampire? Ich habe sowohl anständige als auch furchtbare Leute kennengelernt, auf denen dieser Fluch lastete. Ich nehme an, diejenigen, die mit dem Zirkel zusammenarbeiten, gehören zu den Letztgenannten. Habt ihr sonst noch etwas erfahren? Ihr nächstes Ziel könnte das Jarltum Hafingar im westlichen Himmelsrand sein. Hafingar? Großkönig Svagrim herrscht aus der Stadt Einsamkeit heraus über dieses Jarltum. Wir können uns nicht leiden, vor allem deshalb, weil keiner von uns beiden den Herrschaftsanspruch des jeweils anderen offen anerkennt. Trotzdem sollte er gewarnt werden. Sprecht mit Lyris. Ich habe vieles zu bedenken. Ja, Skaldenkönig. Ich finde, er hört sich auch ein bisschen seltsam an. Also man merkt schon, dass es seine Stimme ist, aber sie klingt irgendwie anders.
Svagrim und die Leute des westlichen Himmelsrand können einem schlimm auf die Nerven gehen, aber sie sind immer noch Nord. Trotz der Meinungsverschiedenheiten zwischen ihren Festen und unseren werden wir sie nicht einfach der Verschwörung des Zirkels überlassen. Wohingegen Lyris jetzt wieder ganz normal klingt. Dann lasst uns jetzt nach Haarfinger gehen und uns um den Zirkel kümmern. Nicht so schnell, meine Freundin. Das westliche Himmelsrand versteht sich nicht gerade blendend mit dem östlichen Himmelsrand. Politik kann eine knifflige Angelegenheit sein, weshalb ich dazu neige, sie den Politikern zu überlassen. Sobald König Jorun den Befehl erteilt, gehen wir los. Nicht vorher. Und was geschieht jetzt? Jetzt feiern wir unseren Sieg und lassen Joruns Späher das tun, was sie am besten können. In der Zwischenzeit arbeite ich mit dem Skaldenkönig zusammen, um herauszufinden, wie wir mit diesen Neuigkeiten an Svagrim herantreten. Nehmt bis dahin dies. Ihr habt es euch verdient. Ich melde mich bald bei euch. Ja, und wir haben als Andenken die Ketten der Eishexe erhalten. Und einmal eine Entwurfsmappe der Windhelm-Schuppentunika. Die enthält die Monturstile für die Windhelm-Schuppentunika, Schultern und Gürtel. Diese Sache ist noch nicht vorbei. Nicht nach dem zu urteilen, was wir vom Eiskap-Zirkel gesehen haben. Fürs Erste jedoch ruhen wir uns aus und lassen den Skaldenkönig Pläne schmieden. Es wird genug Zeit bleiben, um noch mehr Rekhexen zu töten. Warum kann uns König Jorun nicht einfach nach Haarfinger schicken? Ist er nicht der Großkönig von Himmelsrand? Es gab seit über 100 Jahren keinen Herrscher über das gesamte Himmelsrand. Jarl Svartre aus Einsamkeit weigerte sich, Fredis als rechtmäßige Erbin anzuerkennen. Seitdem ist das Königreich geteilt. In Zeiten wie diesen ist das verdammt lästig. Wer herrscht denn über die beiden Königreiche? Jorun herrscht von Windhelm aus über das östliche Himmelsrand, während Svargrim von seinem Palast in Einsamkeit aus über das westliche Himmelsrand gebietet. Falls der Eiskap-Zirkel das westliche Himmelsrand ins Visier genommen hat, wird es beide Nationen brauchen, um ihn aufzuhalten. Sofern wir uns jemals auf irgendwas einigen können. Was habt ihr vor, während ihr auf den Skaldenkönig wartet? Übungskämpfe machen, essen, trinken, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr trinken. Aber keine Sorge. Ich werde bereit sein, sobald der Skaldenkönig den Befehl gibt. Dann ziehen wir gegen den Eiskap-Zirkel los. Darauf habt ihr mein Wort. Ja, und Lyris' Wort muss uns in dem Fall reichen, weil mehr werden wir nicht mehr bekommen. Leider, leider. Achso, wir können noch mal ganz kurz hier diese Mappe öffnen. Mal schauen, was drin ist. Eine Windhelm-Schuppentunika haben wir erhalten. Und die Schultern. Den Gürtel. Und das war's. Und wir haben unterwegs auch noch ein Rezept gefunden, was wir noch nicht hatten. Und ja, das sind alles nur noch die alten Sachen. Ja, das war die Einführung zum westlichen Himmelsrand. Ich habe es jetzt mal in zwei Folgen gesplittet, wenn das Ganze rauskommt, weil es doch ziemlich lange gewesen ist und thematisch eigentlich ganz gut unterteilbar war. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei der Hauptquest im westlichen Himmelsrand wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.